Wieder eure Julia, eure Ex-Grundschullehrerin von Händchen in Hand. Und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist zu dem Thema Frustrationstoleranz. Ja, das Totschlagargument, wenn du ein hochsensibles Kind ins Leben begleitest und die anderen meinen, dir sagen zu müssen, dass doch dein Kind ein bisschen Frust auch mal abkönnen muss. Ja, genau. So, ich denke, ihr wisst genau, was ich meine. Die Bühne ist aufgestellt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr bei Instagram mal vorbeischaut, denn da gibt es auch täglich Impulse, Reels. Ich mache die nicht immer bei YouTube rein. Manchmal klappt das mit dem Runterladen, manchmal nicht. Und freue mich, wenn ihr da auch dabei seid und bin auf jeden Fall sehr gespannt, auch auf eure Kommentare zu diesem Video. Und steigen wir mal ein. Ich habe mir verschiedene Stichpunkte aufgeschrieben, die ich mit euch durchgehen möchte, weil das auch ein Punkt ist, der mir sehr oft begegnet. Und auch wieder vielen Dank an meine liebe Freundin Ivy für die Inspiration für dieses Video. Da freue ich mich ganz doll, immer wenn auch meine Freunde mir mal ihre Themen sagen und sagen, hey, mach doch mal ein Video dazu, das interessiert mich total und hilft bestimmt auch anderen. Und mit euren Videowünschen gerne auch ab in die Kommentare. Auch wenn ich es manchmal vergessen habe, schreibt es einfach nochmal rein, weil manchmal kommt einfach das Leben dazwischen und dann vergesse ich Sachen und dann habe ich es mir vielleicht auch vergessen aufzuschreiben. Das ist nicht immer ein böser Wille. Deswegen, falls ihr schon mal euch was gewünscht habt, trotzdem nochmal rein in die Kommentare damit. Super wichtig, ja? Also, Frustrationstoleranz. Ja, ist so ein Totschlagargument aus dem Grund, weil was willst du denn dann sagen? Ja, dein Kind hat irgendwas nicht ausgehalten. Ja, dein Kind hat vielleicht geweint oder um Himmels Willen, man stellt vielleicht die Handlungsweisen des anderen Kindes in Frage. Und ich will auch überhaupt keine Handlungsweisen von Kindern generell in Frage stellen, weil am Ende ist ja für jedes Kind seine Handlungsweise immer in sich schlüssig. Aber es passt halt nicht immer ganz gut zusammen und das heißt, wir haben manchmal Konflikte auch zwischen Kindern. Wir haben auch Konflikte zwischen schroffen Lehrern und hochsensiblen Kindern. Und ich hatte das selber mal. Ja, ich hatte einen Jungen, der hatte Angst vor mir. Und ich habe halt gedacht, hey, du bist doch zahm wie eine Stubenfliege, ne, so als Lehrer. Aber es gibt immer Kinder, denen es trotzdem noch manchmal eine Schippe zu doll ist. Und da durfte ich auch immer mich weiterentwickeln und immer mehr dazulernen. Denn nur weil wir hochsensibel selber wahrnehmen, heißt das nicht, dass wir immer automatisch genau die gleiche Art von Hochsensibilität haben wie ein anderer Mensch. Und deswegen ist das auf jeden Fall wichtig. Und wie gesagt, was willst du dann sagen? Ja, dann sagt jemand, hey, das gehört zum Leben. Bisschen Frust gehört dazu. Also gewöhn dich besser dran. Und dein Kind solltest du auch mal dran gewöhnen, ne? So ungefähr. Und da ist für mich halt einfach die erste Frage und der erste Punkt, den ich jetzt mit dir teilen will. Wer bestimmt denn, wo diese Frustrationstoleranz oder diese Grenze liegt, die man erhöhen soll oder runterschrauben soll, ja? Also erhöhen soll in dem Fall sicherlich meistens. Es ist ja sicher noch nie passiert, dass jemand sagt, also jetzt hätte dein Kind aber mal weinen müssen. Ne? Das geht ja halt auch immer nur in diese Richtung. Wir müssen immer mehr ertragen, wir müssen immer mehr abkönnen, ohne auch mal eine Reaktion darauf zu zeigen. Ja, also wer bestimmt das, wo die liegt? In so einem Konflikt mit meinetwegen anderen Eltern liegt die natürlich genau da, wo der andere sie gerne haben will. Ja, oder in einem Konflikt mit einem Lehrer liegt die natürlich genau da, wie es der Lehrer gut findet. Also das müssen wir uns erstmal vergegenwärtigen, dass diese Frustrationstoleranz, die immer eingefordert wird, sehr, sehr, sehr subjektiv ist. Ja, und dass die immer ein bisschen davon abhängig ist, was der andere auch als bequem für sich empfindet. Ja, wenn zwei Kinder immer oft zusammen spielen und das eine sich halt von dem anderen in irgendeiner Weise geärgert fühlt oder bedrängt fühlt oder nicht gut behandelt fühlt, dann ist es natürlich für den anderen Elternteil bequem zu sagen, also dein Kind sollte mal die Frustrationstoleranz anheben, sodass unsere Kinder wieder gut zusammen spielen können und dass ich nicht dauernd mein Kind irgendwie gängeln muss deswegen. Und das ist ja auch in Ordnung und vielleicht kann man auch einfach sagen, okay, dann trennen sich jetzt die Wege, weil es passt einfach nicht so gut, ja, es klickt nicht so gut, es ist nicht so die Resonanz da. Und oft wird dann halt verzweifelt versucht, dass die Kinder eben nun zusammenkommen und zusammenspielen. Manchmal, ich nehme nicht immer diesen Weg, aber manchmal, wenn man es schon öfter gemerkt hat, dass es einfach da, dass die zwei Kinder vielleicht auch ein Thema miteinander haben und sich dauernd antriggern, aber nicht irgendwas Fruchtbares daraus erwächst, sage ich mal, dann ist es vielleicht auch gut zu sagen, hey, Kommando zurück,
lassen wir einfach so, ne? Also diese Balance ist, glaube ich, wichtig, dass auch nicht immer nur das eine Kind zurückstecken muss, ja, in der Klasse, ne? Dass nicht immer nur auf dem, ich sag mal, auf dem Opferkind, was meistens eine freie Rolle ist, die in Schulklassen gerne besetzt wird, auch oft mit Hochsensiblen, dass das sich immer anzupassen hat und das immer zu gucken hat. Also es ist so ein Ausgleich, finde ich. Und es ist auch wichtig, dass jedes Kind, wenn man miteinander spielt oder auch in einer Lehrer-Schüler-Beziehung, dass der Lehrer und auch der Schüler, dass beide ein gutes Gefühl haben und dass nicht einer immer seinen Standpunkt verlassen muss, um seine Frustrationstoleranz anzuheben, ja, weil das eben wirklich sehr, sehr, sehr subjektiv ist. Und dann finde ich auch noch den Grund wichtig, welche Motivation steckt dahinter, von einem Kind zu verlangen, seine, oder auch von einem Erwachsenen, ja, das ist ja völlig egal, seine Frustrationstoleranz anzuheben. Dient es nur der Sache, dass ich für einen anderen Menschen bequemer werde oder für ein funktionierendes System bequemer werde, dann ist es natürlich für mich kein so guter Grund. Ja, ich hatte neulich das Video gemacht über das brave Mädchensyndrom. Schaut da unbedingt mal rein. Ich glaube, das ist für ganz viele einfach ein wichtiger Punkt, die auch hier Interesse an diesem Video haben und die hier auch reingeklickt haben. Da erkläre ich das Ganze nochmal tiefgründiger. Also, wenn ich den Grund ändern kann, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt, wenn es ist vielleicht bequemer, wenn das Kind nicht dauernd kommt und irgendwie ein anderes Kind verpetzt. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich dir auch mal hier. Für den Lehrer, weil das halt nervt, wenn jede Hofpause immer das Kind ins Schulgebäude rennt, was es ja eigentlich nicht darf, und dann sagt, hey, der hat das und das gemacht. Wenn das nur daran liegt, hey, das Kind braucht aber mal eine höhere Frustrationstoleranz, weil es für mich dann bequemer ist, aber es für das Kind ein gutes Ventil ist, einfach seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und auch darüber zu kommunizieren, dann finde ich es jetzt nicht wichtig, dass das Kind sich dauernd grundsätzlich ändert, damit der Lehrer weniger genervt ist. Ja, wenn der Lehrer das gut meint mit dem Kind und wenn das Kind vielleicht auch wirklich da ein Thema hat, dann finde ich es auch einen platten Hinweis, einfach zu sagen, ja, das muss mal die Frustrationstoleranz anheben, denn das ist viel leichter gesagt als getan, definitiv. Und wie gesagt, wenn der Grund änderbar ist, können wir es ja auch ändern und können im Prinzip sagen, lieber Herr Lehrer, lassen Sie doch unser Kind einfach Ihnen das mitteilen. Das ist im Moment eine gute Strategie für mein Kind. Und dann schauen wir, wie wir langsam, es sind ja meistens auch Entwicklungsprozesse bei Kindern, wie wir langsam einfach darüber reden können und darüber ins Gespräch kommen können. Und das ist ja nicht so. Ja, ich kann eine Frustrationstoleranz nicht einfach mit einem Fingerschnipp erhöhen. Ja, wie das manche sagen, und dann sind sie fertig, ja, und dann ist gut. Und dass wir eben auch wirklich schauen, was ist der Grund? Ist der Grund vielleicht auch ungerechtes Verhalten vom anderen Kind? Hat vielleicht derjenige, der von deinem Kind eine höhere Frustrationstoleranz erwartet, bei seinem Kind was verpasst, im Sozialverhalten anzuschauen, zu begleiten? Ja, ist das andere Kind vielleicht tatsächlich immer ungerecht zu deinem Kind, ja? Und das, ich finde, welche Botschaft ist das denn für ein Kind, was sich ungerecht behandelt fühlt und was vielleicht tatsächlich auch objektiv recht hat damit, zu sagen, ja, das ist halt im Leben so, da musst du mal mit klarkommen. Ne? Das finde ich nicht so gut. Denn ja, wenn ich eben den Grund nicht ändern kann, dann ist es logisch, dann muss ich mal die Frustrationstoleranz anheben. Aber das muss ich nicht machen. Wenn Dinge ungerecht sind und wenn Dinge änderbar sind, dann zeige ich ja meinem Kind, wenn ich das dann trotzdem verlange, obwohl eigentlich eine Möglichkeit da wäre, diese schlechte Situation, diese frustrierende Situation zu ändern, wenn ich dann sage, hey, nimm's mal so hin, dann ist das ja ein Signal an mein Kind, sich anzupassen, sich unterzuordnen, koste es, was es wolle, ja. Und auch eben keine Unterstützung zu finden. Und das ist nicht so gut, ja. Aber dieses, wenn der Grund nicht änderbar ist und wir erhöhen dann unsere Frustrationstoleranz, das kommt sowieso von alleine, ne? Also ich unterscheide ja in vielen Videos, die ich mache, zum Beispiel auch im Video zur natürlichen Autoritäten und künstlichen Autoritäten, verlinke ich dem hier, unterscheide ich gerne immer zwischen natürlich und künstlich. Also natürliche Frustrationstoleranz bildet sich zum Beispiel heraus, wenn wir krank sind. Ja, das heißt, wir haben eine Sache, die wir in dem Moment, wenn wir jetzt Fieber haben, zum Beispiel nicht ändern können.
Und wenn wir da durchgehen, weil es gar nicht anders geht, ja, weil der Körper schickt das ja, um uns zu heilen. Gut, da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Meinungen. Dazu kann ich euch mal meinen Händchen in Handkurs empfehlen. Da erzähle ich, wie wir das so machen, auch in einem Modul, nämlich dem Gesundheitsmodul, mit der Begleitung der Gesundheit unseres Kindes. Da könnt ihr da mal schauen, ob euch dieser Kurs vielleicht interessiert. Ja, und also Krankheit ist zum Beispiel eine natürliche Frustrationsgrenze, die, also, wo wir sagen, okay, das können wir jetzt nicht einfach mit dem Zauberstab wegzaubern, ja, und selbst wenn wir eine Tablette nehmen, ist es noch nicht weggezaubert, dann ist es nur unterdrückt. Und das sind Dinge, die sind natürlich, und da kann auch kein noch so bindungsorientiertes Elternteil irgendwas dran ändern, ja. Und, ja, dann ist auch noch eine natürliche Frustration, wenn man etwas nicht kann, aber will, ja, wenn ihr kleine Kinder beobachtet, wie die laufen lernen wollen, die sind manchmal richtig wütend und frustriert, aber auch diesen Frust können wir unseren Kindern nicht abnehmen, ja, da müssen die Kinder im Prinzip durch, wir können natürlich die Kinder immer mal ablenken und wir können schauen, dass es vielleicht das System nicht überlastet und nicht zu viel wird, ja. Und was auch eine natürliche Frustration ist, ist, wenn jemand einen nicht versteht. Ja, man, also entweder, wenn die Kinder sprechen lernen, also dass man wortwörtlich denjenigen nicht versteht, oder wenn man etwas sagt und es kommt schon akustisch an, aber der andere versteht einfach nicht, was man meint. Das ist auch so eine natürliche Frustration. Und dies, liebe Leute, das entwickelt sich doch von ganz alleine, weil wir diese Dinge sowieso unserem Kind nicht abnehmen können. Ja, diese natürlichen Frustrationen des Lebens können wir unserem Kind nicht ersparen, können wir unserem Kind gar nicht abnehmen. Deswegen ist es doch in Ordnung, wenn wir bei künstlichen Frustrationen ein bisschen schauen, okay, was kann ich hieran ändern, weil das Leben sowieso genug Übungsmöglichkeiten gibt, um eben Frustration auszuhalten. Ja, das, wie gesagt, das können wir gar nicht ändern und das ist wahrscheinlich auch ganz gut so, denn ja, alle Menschenwesen müssen ja lernen, sich hier auf diesem Planeten sinnvoll zu bewegen, sinnvolle Dinge zu tun und zu lernen, wie es eben läuft. Ja, und dass, wenn wir zum Beispiel ewig lang draußen sind und uns total verkühlen, dass wir dann vielleicht krank werden. Oder ja, also dass wir auch aus solchen Dingen lernen, obwohl ich jetzt auch kein Verfechter der These bin, dass wir unbedingt krank werden, wenn wir mal länger im Kalten sind. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Also gewisse Dinge können wir nicht abwenden, andere schon. Und jetzt komme ich mal zu der künstlichen Frustration, ja? Zum Beispiel, wenn man Regeln von außen folgen muss, die man nicht versteht. Ja, also das heißt, die Regeln sind eigentlich nicht unbedingt logisch. Das haben wir auch gerade bei hochsensiblen Kindern, die viel hinterfragen, auch oft bei hochbegabt hochsensiblen Kindern, die wirklich viel durchschauen und auch eine Unsinnigkeit in einer Regel in der Schule zum Beispiel sofort entlarven können. Und das ist natürlich so eine künstliche Frustration. Ja, das ist aber jetzt die Regel und da musst du dich dran halten. Das ist sehr schwer für Kinder, die das durchschauen, zu akzeptieren. Und das wäre änderbar. Und dann kann man wirklich gucken, wie sinnvoll sind denn diese Regeln, die Sie hier aufgestellt haben, Herr oder Frau Lehrerin oder Schulrat oder sonst was, ja. Und dann zum Beispiel, wenn man etwas nicht kann und muss, ja. Also wenn man etwas nicht kann und von außen her muss, obwohl das nicht vom Leben her notwendig wäre. Also durch eine Krankheit muss ich durchgehen, ja, klar. Aber wenn ich zum Beispiel mit 6 Jahren noch nicht schreiben lernen möchte, aber es gibt die Schulpflicht und ich muss, dann ist es so eine, also so eine künstlich auferlegte Pflicht. Ja, die ist ja menschengemacht und willkürlich und daher für mich künstlich. Und das ist was, das man eigentlich ändern könnte und was zusätzlich Frust ins System bringt, wo sich dann manche wundern, hey, warum sind die Kiddies so aggro heutzutage? Ja, vielleicht unter anderem wegen solcher Dinge, ja. Und dann noch als letztes Beispiel für künstliche Frustration, wenn man nicht angehört wird. Also wenn man einfach weiß, der andere würde einen verstehen, der andere würde tatsächlich verstehen, was ich ihm erklären will, aber ich werde nicht angehört, zum Beispiel im Unterricht. Ja, der Lehrer hat einen Streit geklärt, hat jetzt gesagt, so, du gehst jetzt zu dem, du machst jetzt das und dann willst du noch dich erklären, du willst noch was sagen und du weißt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit deine Erklärung für den anderen auch Sinn machen würde, aber er nimmt dich einfach nicht mehr dran. Ja, und das ist dann, sind auch so Frustrationen, die natürlich im Schulalltag nicht ausbleiben.
und auch im Familienalltag natürlich nicht ausbleiben, aber die man eigentlich ändern kann. Das heißt, wo auch immer wir Frust vermeiden können, meiner Meinung nach sollten wir das auch vermeiden, weil der Frust, den ich gerade als natürlichen Frust bezeichnet habe, der ist ja sowieso immer allgegenwärtig, ja, weil, wie gesagt, wir können da gewisse Dinge einfach nicht wegnehmen und deswegen sollten wir immer genau schauen, okay, was wollen wir denn eigentlich, wenn wir sagen, ein Kind soll Frustrationstoleranz aufbauen? Was wollen wir denn damit eigentlich sagen? Wir sind schnell fertig, wir können es uns leicht machen. Wir können ein Kind, was sich schwer tut, sich in ein System, in ein funktionierendes System einzupassen, können wir pathologisieren dadurch. Ja, das Kind ist schuld, es hat nicht genug Frustrationstoleranz. Und für mich ist es eben immer der schönere Weg, natürlich diese Frustrationstoleranz aufzubauen, indem wir einfach natürlich mit anderen Menschen zusammenkommen, klar, aber indem wir natürlich auch das nutzen, was wir als Menschen haben. Wir sind ja keine Tiere, wir haben einen Mund, wir haben Kommunikationskompetenz im besten Falle und wir können gewisse Dinge auch mal ausdiskutieren und das darf auch mal ein bisschen anstrengend sein und das darf auch mal dauern und das darf auch mal ein längerer Prozess sein, ohne dass wir gleich einen in die Ecke stellen und dann peng, ja, du bist jetzt hier der keine Frustrationstoleranz hat. Ja, wenn zum Beispiel gerade kleine Kinder Missstände aufzeigen. Und das geht in beide Richtungen mal, ja. In der Beziehung wird jeder mal einen anderen Menschen nutzlos frustrieren. Das wird immer passieren oder sinnloserweise frustrieren, weil er gerade selber nicht anders kann, weil er gerade selber in seinem Ego-Denken steckt. Und das ist natürlich bei Kindern noch sehr, sehr, sehr ausgeprägt, weil das ja auch ein Entwicklungsprozess ist, das eigene Ego ein bisschen mitzunehmen. Da verlinke ich dir mal hier noch ein spannendes Video zu. Und ja, ich hoffe, ich konnte jetzt meine Sichtweise zu dieser viel bemühten Frustrationstoleranz mal aufzeigen. Und wie gesagt, wenn es nur dazu dient, ein System am Laufen zu halten, was eigentlich logischerweise schon zerfallen würde, wenn nicht ganz, ganz viele Kinder künstlicherweise ihre Frustrationstoleranz erhöhen müssen. Aber wenn man sie fragen würde, wie hättet ihr es denn gerne, dann würden sie was ganz anderes sagen, dann finde ich das nicht so gut, ne? Weil dann gehen wir nicht mit der Zeit, dann erhalten wir ein archaisches System, was uns nicht mehr dient, ja, und das ist nicht so nützlich, ja, also man kann ja dieses Thema auf ganz viele Bereiche ausdehnen mit dieser Frustrationstoleranz. Und wie gesagt, es ist halt immer am schönsten, wenn es tatsächlich vom Leben kommt und wenn es nicht so künstlich aufgesetzt wird und wenn eben auch dieses Potenzial, wenn jemand mal frustriert ist, wenn wir das auch mal annehmen und daraus was Neues, Schönes erwächst. Weil Frust ist ja ein guter Motor, ja? Frust ist ein super Motor, Dinge zu verändern. Und was passiert, wenn wir den Frust nicht nutzen können, um Dinge für unser Leben besser zu machen, dann passen wir uns halt an. Aber der Frust geht ja nicht weg, ja, weil die Ursache ist ja nicht behoben. Der Grund für den Frust ist nicht behoben. Und deswegen, ja, kann es dann einfach passieren, dass wir ganz viele frustrierte Erwachsene haben, die passiv-aggressiv durch die Gegend irren und sich gegenseitig immer Schuldzuweisungen aussprechen, weil sie einfach gelernt haben, dass, ja, dass der Frust zum Jammern führen darf, aber dass er nicht zur Veränderung führen wird. Aber wenn Kinder, die frustriert sind, lernen, dass ihr Frust auch manchmal eine positive Veränderung bewirken kann im Leben, dann ist das eine ganz tolle Sache, weil dann können sie auch zukünftig ihren Frust über vermeintliche Missstände, das ist ja immer subjektiv, ja, ihren Frust nutzen, um positive für ihre Empfindung, positive Veränderungen herbeizuführen. Ja, und in diesem Sinne freue ich mich immer über einen Daumen nach oben und freue mich, wenn ihr euch dafür auch extra anmeldet bei YouTube. Ich weiß ja, dass viele auch so immer mitgucken, aber freue mich und freue mich auch über Kommentare, freue mich über eure Sichtweise, freue mich natürlich auch über kleine und große Spenden, freue mich, wenn ihr natürlich auch mal auf meiner Homepage vorbeischaut und generell, wenn wir einfach in Kontakt bleiben und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, deine Julia. Ciao.